Also Volker Grasmuck, Medienwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft mit dem Thema Die europäische Öffentlichkeit. Herzlich willkommen, Volker. Vielen Dank, schönen guten Abend auch von mir. Willkommen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit für die letzte Runde. Im Mai 2019 werden wir zum 9. Mal das Europaparlament wählen. 2 Monate vorher ist wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der EU ein Mitglied aus der Union ausgetreten. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um nochmal nachzudenken über die Frage der europäischen Öffentlichkeit. Die europäische Demokratie braucht selbstverständlich wie jede nationale Demokratie eine Öffentlichkeit. Hier ein Zitat von Thomas Kleist, dem, ist sehr klein hier, dem Intendanten des Saarländischen Rundfunks, der sagt, die EU dürfe kein Elitenprojekt sein, sie brauche einen breiten Konsens in der Bevölkerung. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass die europäische Idee langfristig nur dann eine realistische Chance auf Verwirklichung und praktische Umsetzung hat, wenn es uns gelingt, aus dem politischen Raum Europa einen echten europäischen Kommunikationsraum zu schaffen. Im Lemma Europäische Öffentlichkeit der Wikipedia heißt es dazu lapidar, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine solche europäische Öffentlichkeit nicht existent. Und dann weiter zu Deutschland, auch hier sei eine europäische Öffentlichkeit allenfalls fragmentarisch vorhanden. Ich werde das gleich noch ein bisschen relativieren, aber wofür das nützlich ist, ist anzugeben die beiden Perspektiven, nämlich einmal die Vorstellung einer gesamteuropäischen Öffentlichkeit in einem Medium und andererseits die Vorstellung, dass in den nationalen Öffentlichkeiten jeweils europäische Themen mit transportiert werden. Fangen wir mit der ersten Perspektive an. Die ist vor allen Dingen aufgekommen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als mit Satellitenfernsehen zum ersten Mal die Möglichkeit aufkam, den Kontinent als Ganzen medial anzusprechen. Und da sind verschiedene Ideen entstanden. Unter anderem hat jedes europäische Land einen Satellitentransponder bekommen, darauf 5 Kanäle. Und die Idee war, dass jeweils auf dem 5. Kanal ein gemeinsamer europäischer Fernsehkanal betrieben wird. Ein erstes Experiment dazu gab es 1982. 5 Wochen lang haben 5 öffentlich-rechtliche einen solchen Testsender betrieben mit einer multinationalen und multilingualen Redaktion bereits. Das ist dann etwas später in den Dauerbetrieb überführt worden unter dem Namen Europa TV, 1985 gestartet, von Italien, den Niederlanden, Deutschland, Irland und Portugal. Nach etwas mehr als einem Jahr ist Europa TV allerdings pleite gewesen. Immerhin ist damit nachgewiesen worden, dass es technisch und redaktionell machbar ist, einen europaweiten Fernsehsender zu betreiben, aber der politische Wille, diesen Sender zu finanzieren, stabil zu finanzieren, war nicht da. Außerdem gab es Rivalitäten unter den beteiligten Öffentlich-Rechtlichen und schließlich gab es Probleme mit den Zuschauern, die waren nämlich mit einer europäischen Perspektive gänzlich unvertraut und haben ihre nationalen Sender vorgezogen. Ebenfalls aus der Idee des Satellitenfernsehens geboren, zunächst mal als bilaterales deutsch-französisches Projekt, betrieben von Lothar Späth, damals CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg, 1984 ebenfalls erdacht. Das hat allerdings viel Überzeugungsarbeit sowohl unter den deutschen Rundfunkgesetzgebern, also den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten der Länder, wie im bilateralen Verhältnis gebraucht. 1990, sozusagen Minuten vor der deutschen Wiedervereinigung, ist dann der deutsch-französische Staatsvertrag unterschrieben worden und 1992 ist der Sendebetrieb gestartet. Arte, wie gesagt, als
zunächst mal als bilateraler Sender gestartet, hat aber noch von Lothar Späth relativ früh auch diese europäische Komponente mitbekommen, hat dann Assoziierungsverträge über Koproduktion und Programmaustausch mit einem guten Dutzend weiterer öffentlich-rechtlicher Medien in Europa abgeschlossen und seit 2015 betreibt Arte eine systematische Untertitelungspolitik, zunächst mal in Englisch und Spanisch und seit 2018 auch auf Polnisch und Italienisch, jeweils mit eigenen Websites. Das ganze Übersetzungsprojekt ist von der Europäischen Kommission kofinanziert worden, zunächst als Pilotprojekt, aber was ich gehört habe, inzwischen auch verstetigt. Dreisat hier in Klammern, weil das weder gegründet worden ist, noch den Anspruch hat, ein europäischer Kanal zu sein. Ich erwähne das hier deshalb, weil es uns die Chance gibt, zumindest in den drei deutschsprachigen Ländern, also Schweiz, Österreich, Deutschland, jeweils in die Nachrichten der anderen beiden hineinzuschauen, in die nationalen Hauptnachrichten. Und das wiederum erlaubt es uns, in die nationalen Filterblasen hineinzuschauen. Das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte und das wollen wir eigentlich für EU 28 oder 27 demnächst. Euronews hat mit dieser Entwicklung relativ wenig zu tun. Vorgeschichte ist die Gründung von CNN 1985. Als dem ersten globalen reinen Nachrichtensender und dann ganz wichtig der erste Golfkrieg 1990-91. Das ist als der erste Medienkrieg der Geschichte tituliert worden. Vielleicht erinnern sich der eine oder die andere noch daran, also mit eingebetteten Journalisten an der Front, mit Videoaufnahmen von der Nase einer Cruise Missile bis zum Einschlag. Allerdings mit der Einschränkung, dass nur die Kriegsparteien Zugang hatten zu der journalistischen Infrastruktur, die hier bereitgestellt worden ist. Das heißt, BBC hat berichtet, CNN hat berichtet, aber Kontinentaleuropa war außen vor und war empört. Das hat dazu geführt, kurz nach dem Krieg, noch 1991, dass sich hier aus dem EBU-Kontext verschiedene Länder zusammengetan haben, öffentlich-rechtliche zusammengetan haben, und gesagt haben, wir müssen jetzt einen europäischen Nachrichtenkanal starten. Gegründet dann 1993 oder Sendestart war 1993, beteiligt waren Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, Belgien, Finnland, Monaco, Zypern und Ägypten. Nicht dabei, bemerkenswerterweise, UK mit BBC, und also BBC World News und Deutschland, denn die deutschen Öffentlich-Rechtlichen haben sich da bereits mit eigenen Nachrichtenkanälen, mit Plänen dafür getragen, aus denen dann schließlich Phoenix und ZDF-Infokanal entstanden sind. Finanziert wird Euronews von den beteiligten Öffentlich-Rechtlichen, von der Europäischen Kommission, die denen gewisse Aufträge gibt, und von Werbung. Dann ist auch externes Kapital dazu gekommen, Alcatel, andere Telekommunikationsunternehmen, dann kam NBC Universal dazu, das dann später von Comcast aufgekauft worden ist, und Media Globe Networks des ägyptischen Telekom-Milliardärs Naguib Zaviris ist damit eingestiegen. Zusammengestellt wird das Programm aus den Nachrichten, die die EBU-Mitglieder einander über das Eurovisions-Netzwerk zur Verfügung stellen. Die werden bei Euronews neu geschnitten, neu getextet und eingesprochen. Man kann sich vorstellen, wenn hier relativ viele europäische Öffentlich-Rechtliche zusammensitzen, dass jeder auch seine Begehrlichkeiten und Empfindlichkeiten hat. Also es gibt hier keine kritische Berichterstattung über die Türkei oder über Russland oder die Ukraine, weil die jeweiligen nationalen Öffentlich-Rechtlichen da den Finger drauf halten. Als die Zeitung, die man lesen muss, wenn man über europäische Angelegenheiten informiert sein möchte, wird die Financial Times genannt. Ich nehme an, die kennen hier alle. Frage, wer kennt die anderen oder eines der anderen Medien? Wie viele EU-Nerds haben wir heute Abend da? Doch einige. Okay. Kurz eine kleine
Infos zu den jeweiligen Diensten. Das sind alles Online-Sites. EU Observer ist von der Dänin Lisbeth Kirk 2000 gegründet worden. Eurosign, die Idee dafür geht zurück schon auf 1983. Das ist inzwischen ein Netzwerk aus 90 Kulturzeitschriften in 34 Ländern. Also Schwerpunkt Kultur. Euractiv bietet EU-Politik-Nachrichten in 12 Sprachen mit diversen Partnern in ganz Europa. In Deutschland ist das der Tagesspiegel und die Wirtschaftswoche, finanziert vom Europaparlament, von der DG Landwirtschaft, von Bayer und von der Gates-Stiftung. Schelm, wer da eine Tendenz erkennen mag. Und schließlich das US-Journalismusunternehmen Politico hat 2015 einen Europa-Ableger mit Sitz in Brüssel gegründet. Europal TV ist Teil der europäischen Öffentlichkeitsarbeit, also direkte Übertragungen von Sitzungen aus dem Europaparlament, aber auch Tagesberichterstattung, die zusammengestellt wird. EU versus Disinformation, da geht es um russische Desinformation, ist Teil der EU-Außenpolitik. Es gibt diverse NGOs, die sich mit Europathemen beschäftigen und die immer wieder auf die Tagesordnung heben. Und schließlich ist auch von dem, was auf EU-Englisch The Spitzenkandidat System genannt wird, gegründet oder also maßgeblich vorangetrieben von Martin Schulz. Die Idee auch hier, die EU näher zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Also wir haben jetzt eine Personalisierung der verschiedenen Fraktionen im Europaparlament. Und die Idee ist auch, dass es Debatten gibt mit den verschiedenen Spitzenkandidaten, die dann entsprechend eine paneuropäische Aufmerksamkeit gewinnen und so ein bisschen Spannung in die EU-Wahlen reinbringen, aber letztendlich natürlich auch als Vehikel für eine europäische Öffentlichkeit. Das scheint leider nicht aufzugehen, klingt gut, aber funktioniert nicht. Von den 8 Fraktionen im Europaparlament haben 3 Spitzenkandidaten benannt, allen voran die Konservativen EPP mit Manfred Weber und die Sozialdemokraten S&D mit Franz Timmermans. Die Grünen und die Linken haben jeweils eine Doppelspitze aufgestellt und die anderen verweigern sich, die Liberalen und so weiter verweigern sich diesem System. Also die Vorstellung, dass es einen... die Idee ist auch, dass die stärkste Fraktion dann automatisch den Präsidenten der Europäischen Kommission stellt. Also auch die Idee, dass Bürgerinnen und Bürger direkt den Präsidenten auf diese Weise der Europäischen Kommission wählen sollten. Aber auch davon sind wir noch weit entfernt. Schließlich zur nationalen Berichterstattung. Im Rundfunkstaatsvertrag wird den deutschen Öffentlich-Rechtlichen aufgetragen, einen umfassenden Überblick über das europäische Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben und die europäische Integration zu fördern. Über europäische Großthemen, Brexit natürlich, aktuell Stickoxide, Feinstaub, Grenzwerte, Glyphosat, solche Fragen wird auf Tagesschau und heute inzwischen berichtet. Im Radio gibt es eine Geschichte, die zurückgeht auf die sogenannten Gastarbeitersender in den 60er Jahren, also multilinguale Programme. Hier zu nennen vielleicht Radio Multikulti, kennt vielleicht noch der eine oder die andere, bei Radio 100 gestartet, dann vom Sender Freies Berlin, als es den noch gab, übernommen und dann RBB inzwischen eingestellt, aber von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergeführt als Online-Radio Multikult FM. Die verschiedenen Fernsehstationen haben ihre Programmplätze für Europaberichterstattung. Die Deutsche Welle ist kein öffentlich-rechtlicher Sender, ganz ähnlich aufgebaut natürlich, aber ein Instrument der deutschen Außenpolitik, aber als solches strahlt es natürlich auch nach Europa aus und umgekehrt die Auslandssender der anderen europäischen Öffentlich-Rechtlichen. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung ist natürlich kein Sender, aber hinweisen möchte ich auf eine tägliche Presseschau, Eurotopics, die jeweils aus 4 oder 5 Ländern
Kommentare zu aktuellen Europathemen bringt und damit auch einen guten Überblick über die verschiedenen Befindlichkeiten in den einzelnen Ländern bietet. Investigate Europe ist ein für mich besonders interessantes Modell, weil es dezentral funktioniert, aber gleichzeitig paneuropäisch ist. Das sind 10 Journalisten in 10 Ländern um Harald Schumann, der beim Tagesspiegel arbeitet. Und diese 10 Journalistinnen und Journalisten bearbeiten jeweils ein Thema. Daraus wird ein Masterartikel auf Englisch erstellt, der dann mit Partnern in ganz Europa übersetzt und ausgespielt wird, veröffentlicht wird. Und zu den Themen gehört die anhaltende Abhängigkeit Europas von Microsoft, Europas Prekariat, der Einfluss von BlackRock in Europa und aktuell wird gerade an 5G gearbeitet. Unter den aktuellen Ansätzen finden sich weiterhin Vorschläge für einen europäischen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal, so zum Beispiel vom Europaabgeordneten Jakob von Weizsäcker und von der relativ jungen basisdemokratischen europäischen Partei Demokratie in Bewegung. Die hat vor einem guten Jahr einen Beschluss gefasst, einen europäischen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal zu fordern. Aber generell geht es natürlich ums Internet. Wichtiger Impuls hier kam 2015 in der Chartererneuerung von der BBC. Die BBC hat gesagt, wir möchten gerne unsere Plattformfunktion öffnen und erweitern und auch öffentliche Wissenseinrichtungen wie Museen, Bibliotheken und Festivals mit dazu einladen. Dann gab es ein Gutachten von den Rundfunkrechtlern Dörr, Holznagel und Picot für das ZDF zum Cloud-Fernsehen und die haben gesagt, tolle Sache, das wollen wir in Deutschland auch und haben NGOs hinzugefügt und auch die Nutzerinnen und Nutzer selber und die haben das Ganze genannt Public Open Space. Schließlich kommen wir zu Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks und seit Januar 2018 Vorsitzender der ARD. Der hat relativ früh bereits gesagt, er möchte eine europäische Plattform aufbauen. Die Namensgebung hat sich dann so ein bisschen geändert und es hat sich für mein Gefühl auch herausgestellt, dass es sich um eine Mogelpackung handelt. Es geht nämlich nicht primär um die europäische Demokratie, die durch eine europäische Öffentlichkeit gestärkt werden soll, sondern er hat als Vorbild genannt die Austria Video Plattform. Das ist eine reine Business-to-Business-Plattform, wo ORF und andere Videonachrichtenanbieter ihre Produkte einstellen und Nutzer sind dann die Websites von Tageszeitungen und so weiter, die diese Videos bei sich einbinden können und die Gewinne aus Werbeerlösen werden dann 50-50 zwischen diesen beiden geteilt. Wilhelm hat relativ früh und konsistent also viele angesprochen, aber einen ganz speziell, nämlich Matthias Döpfner, den Chef des Springer Verlages und des Deutschen Zeitungsverlegerverlages, des Zeitungsverlegerverbandes BDZV. Der hat regelmäßig öffentlich geantwortet, das sei eine interessante Idee, aber es sei sehr darauf zu achten, dass der private Sektor und der öffentliche Sektor getrennt bleiben. Wilhelm hat mir dann in einem Gespräch gesagt, diese Kritik von Döpfner beziehe sich nur auf Business-to-Consumer-Plattformen, also nicht auf Business-to-Business-Plattformen, was mich noch mal mehr in der Vermutung bestärkt, dass es Wilhelm um eine Vermarktungsgemeinschaft geht. Wir haben das dann aufgegriffen. Wir ist eine Forschergruppe, mit Barbara Thomas, Leonhard Dobusch, Mitglied des ZDF-Fernsehrates und auch der Digitalen Gesellschaft, Christine Horz, Ellen Euler und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, Public Open Space klingt erstmal gut, wir setzen noch das Europäisch davor und setzen Spaces in den, also Space in den Plural. Das sind die konstituierenden Elemente einer europäischen Öffentlichkeit, einer vernetzten europäischen Öffentlichkeit, wie uns das vorschwebt. Also zum einen die öffentlich-rechtlichen natürlich, dann öffentliche Wissensinstitutionen,
wie sie beispielsweise in Europeana mit mehreren tausend Kulturerbeeinrichtungen in Europa bereits miteinander vernetzt sind, und schließlich zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen wie die Wikipedia und die Nutzerinnen und Nutzerinnen selber. Meine Idee, ich komme zum Abschluss, im Augenblick geht weg von einer Plattform hin zu Protokollen. Also wir haben eine Vielfalt von Informationsquellen und idealerweise auch eine Vielfalt von Stellen, wo diese Inhalte dann veröffentlicht werden. Und als Beispiele kennen wir alle aus dem Blogbereich RSS, XMPP, das Chatprotokoll, auf das dann Jabber, Pidgin, Mozilla Thunderbird und so weiter aufsetzen können. ActivityPub ist ein Social Web Protokoll, das gerade vom W3C standardisiert worden ist und darauf operiert Mastodon, Hubzilla, Nextcloud, PeerTube, PixelFed, Friendica und so weiter. CCAN ist ein Standard für Daten des öffentlichen Sektors, unter anderem govdata.de läuft darauf. Die Blockchain ist natürlich dabei mit zu evaluieren oder vielleicht ohne den aufwendigen Proof of Work als Distributed Hash Table, macht im Prinzip das Gleiche. Die Blockchain wird bereits für Musik verwendet bei Resonance FM. Dann haben wir das Sprachproblem. Dafür gibt es Deeple.com, eine KI-Firma aus Köln, mit der auch Arte bei der Übersetzung der Untertitel zusammenarbeitet. Und als Frontend sind alle möglichen Plattformen vorstellbar. Der Medienplayer Kodi, WordPress wird gerade für die Integration von Podcasts aufgebohrt. Gerade ist Google-Forderung bei WordPress angekommen, um WordPress zu einer Nachrichtenplattform auszubauen. Und natürlich auch die Smart Speaker sind ein interessantes Interface. Hier Beispiel Susi AI von Michael Christen, der bereits die verteilte Suchmaschine Yassi gebaut hat. Mein Fazit, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit der europäischen Öffentlichkeit. Sie ist halt ziemlich zerstückelt, aber vor allen Dingen in Politikfeldern, in denen die EU eine Kompetenz hat, wächst die Menge an europäisch verfügbaren Informationen. Was fehlt, ist ein Modell für eine verteilte, vernetzte Öffentlichkeit. Es fehlt ein Ort für transnationale europäische Debatte. Markus Nivelstein, der Arte-Chef bei ARD, hat auf einer Veranstaltung der Böll-Stiftung im Dezember erzählt, ja, in der Tat, Zuschauer sprechen über dieselbe Arte-Sendung im selben Medium, nämlich auf Facebook, aber hier auf Französisch, dort auf Deutsch. Das heißt, wir haben ein Sprachproblem, wir haben einen wachsenden Werkzeugkasten an Online-Beteiligungstools. Was der nächste Schritt sein müsste, meines Erachtens, ist hier Übersetzungstechnologie zu integrieren, um multilinguale Echtzeit-Textkommunikation zu ermöglichen. Und was in einem Beitrag über das Internet selbstverständlich nicht fehlen darf, ist eine Katze. Vielen Dank. Hier noch ein paar Links zum Weiterlesen. Wer sich jetzt begeistert fühlt und an der einen oder anderen Baustelle, die ich erwähnt habe, ohnehin schon arbeitet und interessiert ist an Zusammenarbeit, bitte sprecht mich hinterher an. Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Ja, vielen Dank, Volker. Fragen? Anmerkungen? Kommentare? Was denken die Öffentlich-Rechtlichen so über offene Schnittstellen? Ich meine, die machen ja doch ihre Plattform eher zu, wenn man sich ARD, ZDF anguckt. Die sperren ja auch ihre RSS-Feeds etc., schalten die ab. Wie ist da das Feedback? Das Feedback ist, wenn man mit Leuten in Redaktionen spricht, vor allen Dingen Leute, die Technologie, das Internet verstehen, trifft man da auf sehr offene Ohren.
Wenn man dann 3 Tage später anruft und die haben mit den Justiziaren gesprochen, dann geht gar nichts mehr. Das heißt, wir haben es hier mit einem Graubereich zu tun, Stichwort Mediathek-View, das ja geduldet wird. Ich meine, das könnten die Öffentlich-Rechtlichen auch in Grund und Boden klagen. Das wird aber toleriert und zeigt, dass es möglich ist, diese Informationen zu scrapen und weiter zu nutzen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet, aber Entschuldigung, so ist es einfach. Okay, letzte Chance für weitere Fragen oder Kommentare. Yes. Er darf in Englisch fragen, Volker, gehe ich von aus. Hello. I just want to know if you could give your assessment about the impact of the whole European integration process, the impact of the lack of this public sphere that in Europe and how this is impacting the integration process. Okay. Can I answer in German? Yeah. Yeah, okay. Das ist so ein bisschen Henne-und-Ei-Problem. Also wenn man zurückgeht zu den frühen Experimenten Anfang der 80er Jahre, war klar, der Wunsch bestand darin, mit einem europäischen Fernsehkanal tatsächlich auch eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Das Interesse an der europäischen Integration wurde einfach unterstellt und das ist damals gründlich schiefgegangen. Inzwischen hat sich das geändert. Es gibt genug europäische Themen, die alle in Europa nicht nur beschäftigen, sondern auch erreichen. Insofern, wie gesagt, bin ich eigentlich relativ optimistisch über das, was an europäischer Öffentlichkeit bereits erreicht ist. Das muss natürlich weitergehen. Auch der Brexit nach meiner Wahrnehmung hat EU27 weiter zusammengeschweißt und in der Überzeugung, dass das europäische Projekt wichtig ist und vorangetrieben werden muss. Und ich glaube, die Wahlen im Mai, Spitzenkandidatensystem, natürlich auch Euroskeptiker, die sich ins Europaparlament wählen lassen werden. All das wird ganz wichtig sein, um sehen zu können, wie die europäische Öffentlichkeit sich entwickelt hat und wie, also wo Ansätze sind oder wo auch Leidensdruck ist, um hier weiterzumachen. Dort, wo von der EU Aktivitäten ausgegangen sind in Bezug auf eine europäische Öffentlichkeit, stand am Anfang immer eine Krise. Die erste Europawahl 1979 hat in den Umfragen hinterher ein katastrophales Ergebnis gezeitigt. Und das hat einen Impuls gesetzt in Europa, um dieses Problem anzugehen. Wir werden sehen, wie sich das im Mai dann ausspielt. Wenn es von euch keine Frage gibt, hätte ich noch eine. Und zwar, vielleicht könntest du noch mal 3 Sätze zur Rolle der Zivilgesellschaft tatsächlich sprechen. NGOs, du hast hier zumindest nicht mit aufgeführt, dass beispielsweise die Digital Rights NGOs europaweite Kampagnen fahren für netzpolitische Anliegen beispielsweise. Aber wo siehst du da das Potenzial? Ich hatte ja unter der Liste paneuropäischer Öffentlichkeiten NGOs auch mit genannt. Die sind natürlich ein wichtiger Teil der europäischen Öffentlichkeit, auch sozusagen Wissensinfrastrukturen wie Wikipedia, Open Knowledge Foundation, Open Educational Resources, ja, das ist sehr nah noch am Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen dran und es schreit danach, einfach diese Aktivitäten zu vernetzen. Okay, ein letzter Blick. Dann sagen wir vielen Dank, Volker Grassmuck, für diese Perspektiven auf die europäische Öffentlichkeit. Danke. Ich glaube, der erste Vortrag, den ich zum Thema gehört habe, ohne Habermas-Zitat. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Das war's mit... Bitte. Das war's mit dem... netzpolitischen Abend hier in der Seabase, wie mir jetzt im Laufe des Abends aufgefallen ist, eine sehr
positive und konstruktive Ausgabe. Wir haben eine neue politische Referentin begrüßt. Wir haben über Geld für Open-Source-Projekte gesprochen. Wir haben über Aufklärung, über Automatisierung und Big Data gehört und Perspektiven auf die europäische Öffentlichkeit. Ich kann euch versprechen, das wird auch wieder weniger positiv bei den nächsten Abenden. Dazu ist zu viel netzpolitischer Bullshit in der Mache. Unter anderem, wir haben sie vorhin schon angesprochen, werdet ihr bei einem der nächsten netzpolitischen Abende über die Anti-Terror-Propaganda-Richtlinie der EU hören, mit der die EU alle illegalen Inhalte aus dem Internet entfernen möchte und so nebenbei mal eben auch die Blogs mit platt machen könnte und Upload-Filter noch weiter für weitere Bereiche einführen könnte. Okay. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nur vielen Dank zu sagen, all den tollen Menschen, die diesen Abend möglich gemacht haben, unseren Referentinnen und Referenten der Seabase, vor allen Dingen CVN und EPUNK und dem restlichen Team der Seabase, die uns als digitale Gesellschaft hier empfangen, euch natürlich für eure Aufmerksamkeit, all denjenigen, die zugeschaut haben im Netz auch, das vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr auch mal ein Thema habt, egal ob konstruktiv oder nicht, über das ihr hier sprechen wollt, dann sprecht uns gerne an. Wir verstehen ja diesen Abend durchaus auch als Plattform für die digitale Zivilgesellschaft. Das heißt, die wir gerne zur Verfügung stellen. Sprecht uns einfach an. Volker aus dem Vorstand ist da, ich bin da. Benjamin Bergemann aus dem Vorstand ist da, der hier vorne sozusagen den ganz tollen Klick-Support gemacht hat den Abend über. Auch dafür vielen Dank. Der nächste netzpolitische Abend findet am 5. März statt, wie immer der erste Dienstag im Monat. Schönen Abend euch.